denke, 30 passt. Die Stiftung ist im besten Alter. Sie ist erwachsen. Und mit 30 kann man viel bewegen. Dass es schon 30 Jahre sind, dieses Gefühl hat man ja gar nicht so, dass man da 30 Jahre. Ich arbeite seit 1994 in der Stiftung. In diesem Jahr wurden per Landtagsbeschluss die Umweltstiftung gegründet. Also die ersten Aufgaben waren natürlich die Förderung von Umweltprojekten, dann der jährliche Umweltpreis und das freiwillige ökologische Jahr, so das FEJ. Wir waren nur drei Kollegen, es war also doch sehr, sehr kollegial, sehr vertraut. Fast familiäre Atmosphäre tatsächlich, ja. Zu Beginn waren wir in verschiedenen Büros und 2003 ist die Stiftung dann in das Umwelthaus gezogen. Das ist eine alte Villa am Schleinufer in Magdeburg. Es gab bis 2005 noch eine Stiftung für Klimaschutz. Diese Stiftung wurde dann aber per Landtagsbeschluss in die Stiftung überführt. Wir waren dann die Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz. 2011 wurden der Stiftung nationale Naturerbeflächen übertragen und damit verbunden war dann der Aufbau des Flächenmanagements und es kamen dann weitere Mitarbeiter zur Stiftung. . 2012 wurden wir dann auch Träger eines ökologischen Bundesfreiwilligendienstes für über 27-Jährige. In den darauffolgenden Jahren wurde dann eine Geschäftsführung eingerichtet. Herr Dr. Milch war der erste Geschäftsführer. Er hatte dann 2020 die Geschäfte an Frau Dr. Hergt übertragen. Wir haben einiges verändert. Wir haben erstmal die Öffentlichkeitsarbeit verändert, weil wenn man Gutes tut, muss man auch darüber reden. Einfach auch, um andere mitzunehmen. Gerade in Bezug auf das Ehrenamt ist das ja ganz wichtig. Dafür zu motivieren, etwas für den Naturschutz zu tun, den Naturschutz in die Fläche zu bringen. Wir sind ja auch größer geworden und haben noch eine Außenstelle in Blankenburg aufgemacht. Ganz bewusst in Blankenburg, weil wir da das größte Flächeneigentum haben. Im Schloss Blankenburg im Übrigen machen wir auch die SONK-Gespräche. Das ist eine neue Veranstaltungsreihe, die wir etabliert haben, zum Thema Klimaschutz. Die Zoom-Gespräche finden etwa einmal im Jahr statt und dazu laden wir Prominente ein. Wir diskutieren mit der Öffentlichkeit über den Klimaschutz und die Herausforderungen, die er für uns als Gesellschaft bringt. Die Stiftung ist Eigentümerin von Naturerbeflächen am Grünen Band und im Naturerbewald bei Blankenburg. Und der Naturerbewald bei Blankenburg ist ein ganz besonderes Goldstück, denn da verbindet sich Kulturerbe, sehr viel Historie haben wir dort vor Ort, mit dem Naturerbe. Wir haben ein Refugium für sehr viele streng geschützte Tier- und Pflanzenarten. Auch größte Flächeneigentümerin am Grünen Band in Sachsen-Anhalt mit knapp 2000 Hektar. Da haben wir ganz viele unterschiedliche Flächen, so wie das Land ist, so haben wir auch unterschiedliche Flächen vom Harz über die Börde bis hin auch zur Villa Spitze. Projekte haben wir ganz unterschiedlicher. Wir haben beispielsweise eine Blühwiese in Bühne und haben gerade eine neue in Wülperode angelegt. Wir haben Beweidungsprojekte beispielsweise in Wendisch-Brome. Das Grüne Band hat ja eine ganz große Besonderheit, denn das Grüne Band, kann man sagen, ist das größte Naturschutzvorhaben in Europa. Es sind über 24 Länder beteiligt und ja, Sachsen-Anhalt ist auch ein Teil davon. Dort versuchen wir, den Biotopverbund weiter herzustellen, sodass wir auch Wanderungen für Tierarten ermöglichen können.
Es ist ein besonderes Projekt und das hat ja auch das Land Sachsen-Anhalt 2019 gezeigt, indem man das Grüne Band als nationales Naturmonument geschützt hat, um hier sowohl dem Thema Erinnerungskultur als auch dem Thema Naturschutz den entsprechenden Stellenwert zu geben. Ja, und nicht umsonst arbeiten wir mit unserer Schwesterstiftung, der Stiftung Gedenkstätten, eng zusammen hier auch am Grünen Band. Dann haben wir beispielsweise beim Umweltpreis das Preisgeld erhöht von ursprünglich 9.000 Euro auf inzwischen 20.000 Euro und überlegen auch, da noch ein bisschen weiter zu steigern, denn es soll ja auch attraktiv sein, sich für einen Umweltpreis zu bewerben. Wir vergeben jährlich den Umweltpreis, um einfach mal Danke zu sagen für das Ehrenamt, das in Sachsen-Anhalt besteht für den Umwelt-, Natur- und Klimaschutz. Wir würdigen damit die Aufgaben und die Projekte, die auch teilweise als Blaupausen dienen, um sie in andere Regionen zu übertragen. Und das ist für uns sehr, sehr, sehr wertvoll. Und wie gesagt, das machen wir mit Herz, denn es dient dem Umweltschutz. Und wir haben die Projektförderung gesteigert. Da waren wir ursprünglich bei 10.000 Euro, sind da inzwischen bei 20.000 Euro. Denn ja, gute Umweltprojekte, die bedürfen natürlich auch einer finanziellen Unterstützung. Wir haben, denke ich, einiges verändert und haben auch noch einiges vor. Das geht natürlich immer alles nur mit einem entsprechenden Team, mit dem entsprechenden Fach-Know-how. Und da hat es ja auch starke Änderungen gegeben, alleine durch den Flächenzuwachs, den wir hatten. 2011, als wir die Naturerbeflächen übergeben bekommen haben, haben wir natürlich wesentlich mehr Mitarbeiter als zu Anfang. Wir haben also jetzt 22 feste Mitarbeiter, die ein entsprechendes Fach-Know-how alle aufweisen. Ja, man kann sagen, jetzt im 30-Jährigen, wir haben das ganze Jahr über gefeiert oder auch gearbeitet, je nachdem, wie man das sehen möchte. Wir haben viele Veranstaltungen gemacht, haben informiert über die Themen, über die Fördermöglichkeiten. Wir haben auch eine tolle Idee unserer Mitarbeiterin, ist das ein Platz im Grünen. Da können Interessierte schnell in ihrer Kommune eine Bank umsetzen, gleich mit 30 Pflanzen. Wir haben ja auch Ideen der Mitarbeiter umgesetzt, wie zum Beispiel die Sunkboxen im Frühjahr mit Zwiebeln, Blumenzwiebeln, um das Frühjahr aufwachen zu lassen und im Herbst jetzt mit attraktiven Sträuchern für den Igel, der es ja auch notwendig hat. Auf Social Media haben wir 30 Memo-Spiele mit den Tier- und Pflanzenarten vom Grünen Band verlost. Unsere Art, auch die Artenkenntnisse generationsübergreifend auch zu fördern. Und ja, Höhepunkt ist natürlich die 30-Jahr-Feier, wo wir mit Partnern und langen Wegbegleitern der Stiftung anstoßen und zusammen feiern. 30 Jahre Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz in Sachsen-Anhalt, SUNK. Das ist ein Name für engagierten Umweltschutz, für eine Vielzahl von Projekten zum Umwelterhalt, zum Naturschutz, sei es die Wiederaufforstung in Wäldern, seien es kleinere und größere Landschaftsmaßnahmen oder eben auch der schon legendäre Umweltpreis Sachsen-Anhalt, der in diesem Jahr zum 28. Mal bereits verliehen wurde. Die SUNK, die Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz, sie ist ein wichtiger Bestandteil unserer Umweltpolitik und ich wünsche ihr nicht nur zum 30. Geburtstag alles Gute, sondern noch viele weitere gemeinsame Jahre im Sinne des Umwelt- und Naturschutzes. Ja, die SUNK hat in den letzten 30 Jahren viele tolle Projekte gemacht und ich wünsche mir von der SUNK und für die Stiftung, dass sie auch in Zukunft viele Projekte für Umwelt-, Naturschutz und Klimaschutz umsetzt. Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute zu 30 Jahren SUNK. Die Arbeit von SUNK habe ich ja heute am eigenen Leib mitbekommen und erfahren und dabei ganz viel Spaß gehabt und auch eine ganze Menge gelernt. Deshalb, es ist so wichtig, dass es ja, Initiativen, Organisationen wie SUNK gibt. Bitte weiter so auf die nächsten 30.
Wir von der Naturstiftung David wünschen der Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz alles Gute zum 30-jährigen Geburtstag. Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit im Bereich nationales Naturerbe und Wildnis. Ich wünsche der Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz Sachsen-Anhalt alles Gute zum 30-jährigen Jubiläum. Von Stiftung zu Stiftung aus dem hohen Norden von der Michael-Sukow-Stiftung. Alles Gute unserer Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz, die ja in Blankenburg hier auch am Naturerbewald eine Außenstelle auf dem großen Schloss hat. Ich wünsche mir, dass die nächsten 30 Jahre genauso spannend werden wie die vergangenen 30 Jahre. Und vor allem, dass die Stiftung weiter wächst und hier in Blankenburg am Naturerbewald weiter Fuß fasst. Herzlichen Glückwunsch an die SUNK zu ihrem 30-jährigen Jubiläum. Ich wünsche der SUNK noch viele ähnliche Gespräche wie am heutigen Nachmittag mit einer so großen Bandbreite.